Ja, wir sind mitten im 60er-Bereich. Die Aufgabe startet jetzt. Wie oft wechselt die Geschwindigkeit? Lasst euch nicht ablenken. Volle Konzentration. Sekunden. Wahnsinn! Ja, nichts passiert. Wir schauen uns gleich die Lösung an. So. Oh, das war wirklich ein Schreck, eine Schrecksekunde. Aber es ist uns nichts passiert. Wir sind alle gesund. Das Auto ist auch unbeschädigt. Die Lösung ist, es war ein einziger Wechsel, und zwar ja genau in dem Zeitpunkt, wo die heftige Explosion war, die heftige Ablenkung, die hat euch hoffentlich ja nicht rausgebracht aus eurer Konzentration. Und ihr habt das gesehen, dass Geschwindigkeit 60 Ende aufgehoben wurde. Wenn ihr jetzt sagt, da war doch mal ein Ortsschild dazwischen, ja, tatsächlich, wer das gesehen hat, sehr gut. Es war aber ein Weiler, und ein Weiler, das sind die grünen Ortsschilder, da ändert sich die Geschwindigkeit nicht. Die Geschwindigkeit bleibt so, in dem Fall, wie es ausgeschildert war, die 60, und außerhalb beschlossener Ortschaften beim Weiler habt ihr ohne Geschwindigkeitsangabe Tempo 100. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn das so ist. Abonniert meinen Kanal. Die Glocke nicht vergessen, dann verpasst ihr kein Video, und dann bis zum nächsten Mal.